Der größte Feind deines Erfolges, nun, das bist du selbst. Denn für die blinden Flecke in deinem Leben, da siehst du selten die Gründe dafür, weshalb du nicht weiterkommst, weshalb du stillstehst, immer wieder die gleichen Fehler machst und die gleichen Menschen anziehst, die du gar nicht haben willst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und wir helfen jedes Jahr Hunderten von Menschen dabei, sich selbstständig zu machen, sich weiterzuentwickeln, ihren Betrieb zu erweitern oder später auch zu verkaufen. Und jeder steht ganz individuell auf seiner Erfolgsskala, auf einer Sprosse. Und vielleicht fragst auch du dich, wie diese Menschen, weshalb du nicht weiterkommst oder was der nächste Schritt sein kann. Und das werde ich dir heute anhand dieser Metapher eines Holzfällers im Wald erklären. Was können wir nun vom Holzfäller lernen? Nun, während er so steht und sägt und sich abmüht und schwitzt, kommt ein Spaziergänger des Weges, stellt sich daneben, beobachtet eine Zeit lang den Holzfäller und stellt dann folgende Frage. Entschuldigen Sie, guter Mann, ich beobachte Sie jetzt schon eine ganze Weile, während Sie da so sägen und sich abmühen, aber Sie kommen da nicht wirklich voran. Könnte es vielleicht sein, dass Ihre Säge stumpf ist? Nun sagt der Holzfäller, ja, das kann gut sein, dass die Säge stumpf ist. Aber ich habe keine Zeit, diese anzuschärfen, denn ich muss heute Bäume fällen. Das hört sich vielleicht lustig an, die Geschichte, dass der Baumfäller dort einfach steht und sägt und arbeitet und sich nicht die Zeit nimmt, seine Säge anzuschärfen. Denn würde er sie anschärfen, würde er vielleicht 10 oder 20 Minuten Zeit investieren, wäre er vielleicht in der Hälfte der Zeit fertig, also schon nach 4 Stunden und nicht nach 8 Stunden. Aber so lustig es auch ist, so traurig ist die Realität in dem Leben vieler Menschen. Nehmen wir einmal nur deine Fitness. Wenn du die Zeit nimmst, 3 Stunden in der Woche zu trainieren, deiner Kraftausdauer und Kraftzuwachs. Nun, das könnte sein, dass deine gesamte Leistungsfähigkeit die gesamte nächste Woche nach oben geht und du wesentlich mehr Geschwindigkeit, wesentlich mehr Energie deiner Arbeit machst und eine ganz andere Ausstrahlung auf dein Umfeld, auf deine Kunden, auf deine Mitarbeiter hast. Genauso kann es aber in deinem Leben auch sein, dass du dir am Ende der Woche Zeit nimmst, deine nächste Woche zu planen. Denn Studien haben ergeben, dass du bis zu 50% der überflüssigen Zeit reduzieren kannst, wenn du dir Gedanken machst, wie genau du deine nächste Woche planst, wie deine Arbeitsabläufe pro Tag sind, dass du deine Tage unterteilst in Minitage und dass du die Aufgaben vorher genauso terminierst wie mit Menschen in deine Tageszeitzone hinein. Genauso anschärfen könntest du die Auswahl der Menschen, mit denen du dich umgibst. Denn viele Menschen geben dir nicht Energie, unterstützen dich nicht, motivieren dich nicht. Nein, sie behindern dich, sie ziehen dir Energie ab, sie demotivieren dich, sie reden dir deine Träume aus. Auch hier wahrscheinlich hast du bisher noch nicht die Zeit genommen, deine Säge anzuschärfen, um dir Gedanken zu machen über dein Netzwerk, deinen Umgang. Und wahrscheinlich gehörst du auch zu den Menschen, die nicht als letzte Maßnahme am Arbeitstag ihren Tag nochmal Revue passieren lassen, in ihr Erfolgstagebuch reinschreiben, was sie gut gemacht haben und die Aufgaben identifizieren, die sie nicht geschafft haben und auf den nächsten Tag oder in die nächsten 3 Wochen zu übertragen, um dann erst den Arbeitsplatz verlassen zu haben, wenn der nächste Tag geplant ist. Du siehst also diese Metapher des Sägeanschleifens, des Schärfermachens. Die kannst du übertragen auf alle Lebensbereiche und dazu lade ich dich heute ein, dir Gedanken zu machen. Wo lohnt es sich für dich, 10 oder 20 Minuten Zeit zu nehmen, deine Fähigkeiten, deine Persönlichkeit, deinen Umgang, deine Zeit, deine Systeme, deine Prozesse zu optimieren, damit du entweder das Doppelte schaffst, wenn du das willst, oder dass du für die Aufgaben, die du sowieso erledigen musst, nur die Hälfte der Zeit brauchst. Gerne kannst du auch für die Beratung auch Fördermittel beantragen. Du kannst unseren Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg und denk dran, dein Erfolg hängt davon ab, wie du deine Sägen anschärfst, anschleifst, dich vorbereitest auf die Prozesse, die dich jeden Tag konfrontieren. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.